Hallo liebe Videofreunde, heute gibt es wieder mal ein Kochvideo. Ja, heute Abend will ich mal jetzt endlich mein Rote-Bete-Risotto machen. Das schiebe ich ja schon eine Woche vor mir her, weil ich das ja eigentlich dann machen wollte, wenn Michael da ist. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das dann, wenn Michael nicht da ist, weil in diesem Rote-Bete-Risotto einige Zutaten sind, die der Michael nicht so gerne isst. Zum Beispiel Harzer Käse oder Graukäse kann man auch nehmen, beziehungsweise eigentlich wird Graukäse genommen und man kann als Ersatz Harzer Käse nehmen. Schüttelbrot, es ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus Südtirol, Schüttelbrot, ist getrocknetes Winschgauer Brot, also mit Kümmel. Und dann kommt noch Parmesan rein. Da ist mir übrigens gerade ein Malheur passiert. Ich habe schon einmal viel und dann ist mir jetzt auch gerade eben die Tüte aus dem Kühlschrank gefallen. Und natürlich alles auf dem Boden, der schöne Parmesan. Aber ein bisschen ist übrig geblieben, es gab nur eine riesengroße Sauerei gerade. Ja, dann gibt es noch, ich zeige euch mal die Zutaten. Es kommt rein Risotto, natürlich etwas Brühe, rote Betesaft, Zwiebeln, ein bisschen Weintrauben und Rosinen, Butter, Schnittlauch, dieses Schüttelbrot natürlich und dieser Harzer Käse und Salz und Pfeffer natürlich. So, ich habe mir jetzt angewöhnt in der letzten Zeit, wenn ich ehrlich bin, öfters mal mit Butter zu kochen. Ja, ich weiß, das ist nicht so gesund, aber ja, dafür sind die anderen Zutaten alle gesund und es schmeckt einfach besser. Und dann nimmt man halt nicht ganz so viel. Der Roland Tretter nimmt reichlich Butter. Ich nehme etwas weniger, aber man braucht das halt einfach für den Geschmack. Man kann es natürlich auch mischen mit Margarine und Butter oder auch mit ein bisschen Öl und Butter, aber das Fleisch brate ich auch neuerdings mit Butterschmalz an. Es hat einfach einen ganz anderen Geschmack, als wenn man das mit Öl brät. Es sei denn, man macht mediterrane Küche, da kann man natürlich gut Olivenöl nehmen. Aber so ansonsten schmeckt das schon besser vom Geschmack her, wenn man halt Butter nimmt. So, ich mache jetzt nochmal ein kleines bisschen rein, weil es ist doch, wird doch ein bisschen zu wenig sein, glaube ich. So, die Butter lasse ich jetzt warm werden und dann kommen zuerst natürlich die Zwiebeln rein. Ich habe jetzt nicht ganz so viele, das soll ja für mich mal sein, aber ich muss sowieso mal gucken, wie das jetzt mit dem Risotto ist, damit kenne ich mich auch noch nicht so gut aus, ob das zu viel ist oder reicht, wir werden es sehen nachher, austesten. So, also die Zwiebeln sind jetzt genug glasig. Jetzt kommt der Risotto rein und Risotto muss man ja rühren, damit der ja nicht anbrennt. Also lösche ich den auch gleich mit ein bisschen Brühe ab. Und ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, wie viel man davon nimmt. Der saugt das ja nachher schön auf, die Brühe. Ich probiere das einfach aus. Bisschen Pfeffer. Das weiß ich gar nicht, ob der Roland Tretter das reinmacht, aber ich mache es jetzt einfach mal rein. Ich gucke den ja ganz gerne. Alle Gerichte kann man im Wohnmobil nicht nachkochen. Das Problem ist bei ihm aber, dass man dann währenddessen er kocht, man kann also nicht vorspulen oder mal zurückspulen, sondern man muss sich das von vorne bis hinten angucken, auf Instagram oder Facebook. Und von daher muss man dann halt überlegen, wie war das jetzt? Hat man das noch alles so in Erinnerung? Und ja, muss ich halt probieren. Auch mit dem Salz muss ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig sein, aber man muss es auch gleich am Anfang reinmachen, sagt er, weil du kannst Risotto nicht nachsalzen. Schmeckt nicht. Da aber die Brühe schon relativ salzig ist, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen.
So, dann kommt natürlich jetzt, also er nimmt rote Beetepulver. Das habe ich nicht gekriegt, nirgendwo. Also ich nehme an, das muss man im Internet bestellen. Das ist natürlich eine feine Sache. Das ist getrocknete rote Beete. Und die macht ihr dann, also einfach löffelweise kann man das dann in, ja, entweder in Sud oder in Wasser auflösen und dann reinschütten. Aber er sagte auch, man kann auf rote Beete Saft nehmen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das reicht. Ich hoffe es. Der kommt jetzt halt auch noch dazu. Das muss reichen. Ein bisschen ist noch drin, aber nicht mehr viel. Man kann auch, wenn man will, ein paar Stückchen reinmachen, wenn man das will. Er wollte es nicht, weil es dann nicht mehr so schön sämig ist. Und er nimmt natürlich dieses Pulver und das ist halt auch richtig intensiv von der Farbe. Das ist natürlich toll, aber das sieht jetzt auch gut aus. So, ich habe jetzt noch mal gerade ein bisschen nachgewürzt. Mal gekostet. Gut. Ja, das ist gut. Schaut mal, das sieht doch schon irgendwie so ganz farblich ansprechend aus. Das Auge ist ja immer mit. Ich mag ja rote Beete. Also ich liebe rote Beete. Aber das ist zum Beispiel Michael auch nicht so sehr gerne, rote Beete. Es ist immer nicht so ganz einfach. Manchmal. Weil, ja, es gibt schon einige Sachen, die er nicht so mag. Und naja, das ist dann immer schwierig. Also deswegen ist es ganz gut, wenn ich das jetzt mal alleine mache. Manchmal darf man vielleicht auch gar nicht alles so sagen, was drin ist, sondern einfach hinstellen. Manchmal ist man schon vorher dann wahrscheinlich so ein bisschen vorprogrammiert, wenn man weiß, aha, das und das ist drin und ja, mal gucken, ob was übrig bleibt, aber naja, gut, der kommt, wenn alles gut geht, er spät morgen Abend zurück. Ich hätte dann vielleicht mal so eine Kostprobe übrig gelassen, müssen wir mal gucken. Ich hätte eine Idee. Ich habe jetzt noch von Michael hier ein bisschen Rotwein. Da schütte ich jetzt auch noch ein paar welche mit dazu. Passt doch farblich. Mal gucken. Nur so ein bisschen. So, jetzt koste ich mal, ob das mit meinem Rotwein so eine gute Idee war. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Einwandfrei. Nochmal so ein Körnchen kosten. Ich weiß ja mal gar nicht, wie lange. Ich glaube so 20, 25 Minuten. Viel zu hart. Der Mutter. So, ich rühre immer noch, aber jetzt wird schon langsam schön sämig. Ich habe auch sogar noch mal ein bisschen Butter reingetan, weil das ist nicht so fett. Sehr gut. Das schmeckt gut. Bis jetzt schmeckt es sehr gut. Ist ja auch nicht viel Fett letztendlich drin. Also Brühe, Wasser, Risotto, Zwiebeln, bisschen Butter. Also das kann man schon, ich denke, vertragen. So. Ich habe mich jetzt doch nochmal entschieden. Im Übrigen schimpft nicht wieder gleich wegen Pappteller, aber ich nehme bei Rote Beete und sowas ganz gerne mal einen Pappteller, weil man saut sich die ganzen Küchenbrettchen ein, so viel habe ich auch nicht mit. Und von daher, hin und wieder darf man auch mal einen Pappteller nehmen. Die habe ich nämlich jetzt schön darauf geschnitten. Und ja, ich habe mich einfach dazu nochmal jetzt entschieden, dass es doch vom Geschmack her nochmal ein bisschen intensiver ist mit der Rote Beete. Weil ich ja nicht so viel Saft hatte. Gut. So, also das sieht schon ganz gut aus. Ist aber von den Gewürzen hier alles in Ordnung. Genug Salz drinne. Alles gut.
auch mit dem Rotwein. Schmeckt sehr gut. Aber so ein bisschen muss es noch. So, jetzt den Käse rein. Jetzt kommt noch der Parmesan rein. Das mache ich gleich alles, sowieso nicht mehr viel. Mmh, das riecht gut. Das riecht gut. So, dann kommen jetzt noch ein paar Rosinen mit dazu. Wenn ich jetzt rote Beete noch hätte, rote Beete Saft, würde ich noch rote Beete Saft drin machen. Weil ihr seht, die Farbe lässt langsam nach. Also mit diesem Rote-Bete-Pulver sieht es natürlich noch schöner aus, ne? Intensiver halt von der Farbe. So, wunderbar in grauen Plastiktellern ein feines Gourmet-Essen. Ha! Habe ich noch ein bisschen Weintrauben drauf gemacht. Und jetzt gehe ich raus essen. Ich muss mich auch ein bisschen abkühlen. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Also bis jetzt, was ich gekostet habe, war sehr gut. So, dann werde ich mal probieren. Mmh. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Und wisst ihr, was so richtig gut reinpasst jetzt? Das sind die Rosinen. Das Süßliche noch dazu. Zu diesem salzigen Geschmack auch von dem Käse und der rote Beete und dann diese Rosinen dazu. Also das schmeckt total klasse. Wirklich sehr, sehr gut. Und dann noch mit dem Schüttelbrot oben drüber. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es mich schmecken würde, weil man schmeckt diesen Harzer Käse schon raus. Mir schmeckt das persönlich sehr gut. Ich esse gerne solchen Käse. Ich esse auch gerne Handkäse mit Musik. Und das muss man mögen. Aber also für mich ist es genial. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und mit diesen Rosinen, das passt super. Mmh, lecker. Wirklich lecker. Na, dann werde ich mir mal schmecken lassen jetzt, ne?